Herzlich willkommen zurück zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Mel und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Hoffnung. Hoffnung ja, Hoffnung nein, Hoffnung vielleicht, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Je nachdem, wie lange du schon in deinem Dualseelenprozess, deiner Twin Flame Journey unterwegs bist, trägt dich sehr wahrscheinlich sehr lange Zeit die Hoffnung. Die Hoffnung auf Veränderung, die Hoffnung darauf, endlich mit deinem geliebten Herzensmenschen zusammen zu sein. Und diese Hoffnung gibt dir möglicherweise auf deinem Weg eine sehr lange Zeit sehr viel Kraft. Doch ist die Hoffnung hilfreich oder nicht? Hoffnung ist ein Gefühl, hinter dem die Erwartung auf zukünftige, zumeist positive Veränderungen steckt. Was das bedeutet, darauf gehe ich jetzt näher ein. Wenn du Hoffnung hast, sagt das ganz klar aus, dass es jetzt nicht so ist, wie du es dir wünschst oder wie du es gerne hättest. Die Energie und die Schwingung, die hinter der Hoffnung steckt, ist also ein Mangel. Du bist mit der Hoffnung im Brauchen. Das, was du brauchst, hast du nicht. Wenn du jetzt schon lange hier auf dem Kanal dabei bist, wirst du festgestellt haben, dass alle Videos, in denen es um den anderen, also deine Dualseele, deinen Herzensmenschen geht, davon handeln, welche Themen, Gewohnheiten, Annahmen, Fragen dich davon abhalten, deinen eigenen Weg zu gehen. Authentisch und ehrlich, ganz du selbst zu sein. Und dass es wichtig ist, auch die jeweiligen eigenen Motive zu hinterfragen und zu erkennen, welche Energie und welche Absicht dahinter steckt. Kartenlegungen, Manipulation und Kontrolle, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Verlassenwerden, Angst, nie mit deinem Twin Flame in eine Partnerschaft zu kommen, die Angst, weil die Entfernung zu groß ist, die Angst, weil der Altersunterschied zu groß ist, die Angst, weil dies abgelehnt wird, jenes abgelehnt wird, Selbstsabotage, Ego-Spielchen und. All das befindet sich in den niedrigen Frequenzen. Das ist es, was du aussendest und das ist es, was du bekommst. Ob du das willst oder nicht, das spielt in dem Fall keine Rolle. Und je weiter du in deinem Prozess also nun voranschreitest, desto bewusster wirst du dir werden, dass auch die Hoffnung aufgegeben werden muss. Denn auch die Hoffnung bremst dich auf deinem eigenen Weg aus. Es bedeutet nicht, deine Dualseele aufzugeben oder sie oder ihn nicht mehr zu lieben. Du hältst dich nur nicht mehr am Mangel fest. Denn das, was du festhältst, das willst du sowieso nicht haben. Und du musst es rumdrehen. Deine Welt, wie du sie noch mit deinen physischen Augen wahrnimmst, funktioniert nicht so, wie du sie siehst und wahrnimmst. Denn nichts ist so, wie es scheint. Auch dazu gibt es ein Channeling, das kannst du dir auf dem Kanal gerne raussuchen, wenn du dir das nochmal anhören möchtest. Und jetzt schließe ich mit den Worten,
Die Hoffnung stirbt zuletzt und ja, auch die muss sterben. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit bei allem, was du machst. Bis bald, deine Mel. Tschüss!